Guten Morgen! Jetzt ist wieder Rohkostverlagzeit. Und während mich die Menschen auf der anderen Straßenseite etwas befremdlich anschauen, weil sie nicht wissen, mit wem ich rede, rede ich mit euch. Und zwar Rohkostverlagzeit. Und heute ist Premiere, nämlich wir werden heute Indoor das erste Rohkostverlag machen. Das bedeutet, wir werden nicht draußen an der freien Natur, obwohl es heute relativ mild ist. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch positive Grade, also es ist nicht negativ. Und das wäre eigentlich schon ausreichend, aber naja, mal sehen, wie es heute läuft. Wir haben 35 Leute, passen rein. Am Ende waren es so, dass dann doch der ein oder andere noch gekommen ist. Und eigentlich ist jeder, der kommen wollte, ist auch eingeladen worden. Und keiner musste warten. So, und das ist mal positiv. Aber es ist natürlich schon begrenzt. Und ich hätte gedacht eigentlich, dass nicht so viele jetzt im Winter zum Rohkostpotluck teilnehmen. Aber ist halt so. Und deswegen, vielleicht machen wir das nächste Mal wieder draußen. Mal sehen, ich habe keine Ahnung, wie es heute läuft. Ihr seid mit dabei und wir fahren jetzt hier zu dritt. Der Benni und die Chiara fahren wir jetzt zum Rohkostpotluck. Und ja, und dann gibt es wieder einige Bilder, Impressionen, vielleicht das ein oder andere Interview. Das Essen gibt es auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wie der Tag läuft. Potluck mitten in der City. Normalerweise ist der Weg dann zum Potluck mit grün gepflastert. Da sind wir gespannt, das erste Mal, vielleicht auch, wenn es gut ist, das zweite oder dritte Mal überwindet. Wir werden sehen. Hallo! 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 So, jetzt sind wir hier angekommen und dann mal schauen. Ich wollte sagen, hier ist ein kleiner Vorraum. Da wäre ich aber auch jetzt ein bisschen geschockt gewesen, weil da hätten jetzt, sag ich mal, naja, vielleicht 15 Leute oder 20 Leute reingepasst, denke ich mal. Und mit 35 wäre es hier knapp geworden. Aber mal schauen, jetzt geht er hier irgendwo in den Hinterraum. Ich glaube, hier geht's lang. Hier geht's dann rein. Das letzte Video von mir fand ich gut. So, das ist die 112. Jetzt geht's durch die Katakomben. Und voilà, wir sind da. So, jetzt haben wir den Raum ja ein bisschen eingerichtet. Und ja, schaut mal hier. Mal gespannt, ob das nun 35 Leute fasst. Das werden wir halt eben dann sehen. Aber ja, ist halt schon Platz. Also 25 sind es schon mal gewesen, 35 ist dann wahrscheinlich so die maximal. Hier ist ein Ofen, der das alles so ein bisschen beheizt. Der Benni macht noch ein bisschen Zeug. Genau, und dann werden wir jetzt einfach mal sehen. So langsam ist es um 11 und so langsam sollten auch die ersten eintreffen. Saft, Pfeffer und Salz. Das sind Energiebällchen mit Orange, Lebkuchengewürz, Datteln, Rosinen, Walnüssen, Flohsamenschalen, hab ich vorhin vergessen zu sagen. Ja, und ringsum Kokossplitter und Kakao-Bohnensplitter. Okay, dann Chia-Pudding? Chia-Pudding. Gut. Granatapfelkerne, das ist Nackthafer mit Tomate und Blumenkohl und verschiedenen Gemüse. Keine Nüsse drin. Christian, das ist kein Chia-Pudding. Jetzt lass sie doch mal sprechen. Jetzt da. Ach, du bist da. Wir haben es vorhin als Chia-Pudding durchgehen lassen. Also Flohsamen. Ah, so ganze unbeschichtet. Interessant. Okay. Und Cashew-Milch sozusagen als Basis mit Süßung des Datteln. Und hat aber Feuer. Ihr werdet es spüren. Also nicht süß oder was? Es ist schon süß, aber es hat einen Würzchen. Also das ist Chili-Schokolade so ungefähr. Ah, okay. Genau, okay. Einen heißen Nachgang. Und halt dann die Granatapfelkerne. Die kommen dann rein sozusagen. Ah, ja. Okay. Kannst du mitbewerben. Okay, gut. Das war der Salat. Gemischter Salat. Gemischter Salat mit unrohen Mais und unrohen Oliven. Ja, das ist von Hanna. Die ist halt nicht ganz so. Hauptsache vegan. Datteln, Walnüsse, ein Obstsalat mit Buchweizen, Linsenköfte mit einem Mandeldip,
dann haben wir hier auch nochmal Granatäpfel. Granatapfelkerne? Das ist fermentiertes Rotkraut, dann Clementin, Orangen, dann einfach Himbeeren. Das wird dann Himbeeren sein, Karl? Ja, hier, Himbeeren sind das und Mango daneben. Achso, einfach ganz schlicht einfach. Genau, so, okay. Himbeeren, Mango. Genau. Das sind, wo bist du jetzt da? Rohvegane Lebkuchen mit Trockensprossen, ohne Nüsse. Hier sind nochmal Datteln. Das ist nochmal so ein leckerer Schokomus. Genau, Boden ist aus Walnüssen, Hanfsamen, Datteln und Zimt. Und das Topping aus Birnen, Bananen, Kokosmus und Kokosöl. Und Mesquite hast du vergessen. Und Mesquite. Ja. Und dekoriert mit Erdmandeln? Erdmandeln, Blütenpollen und halt Sauerkraut. Blütenpollen? Blütenpollen, wie nennt sich diese? Ja, Propolis. Propolis, genau. Das ist ein Spinat, Apfel, Zwiebel, Paprikasalat mit Senfdressing. Mhm. Das ist so ein Weißkohlsalat. Ja. Weißkohlsalat mit Gemüse, verschiedene. Genau. Datteln, Kürbis, dazu gibt es die Sprossen. Der ist aus Karlsruhe, vom Gemeinschaftsgarten Karlsruhe. Mhm. Und die Sprossen dazu. Und die Sprossen kann man auch dazu streuen. Genau. Dann noch ein Rotkohlsalat mit Himbeeren. Ja, und Apfel. Und Äpfeln, genau. Was sind die zwei Sachen? Das ist Mangomus und das andere ist so eine Art Milch. Hallo. Mit Zimt und Vanille und Kokos. Mit Zimt und Vanille und Kokos und die Cashewnüsse sind nicht roh. Okay. Okay, dann mach mal schnell wieder zu und stell's zu mir. Ja. Das sind Trüffel. Mandeln, Orangentrüffel mit Mandeln, Orangensaft, Lebkuchen, Gewürz, Vanille, Kakao, genau. Die Apfelkürbistorte von der Silke, aber ohne Kürbis, sondern mit Möhren und ohne Flohsamenschalen. Das sind nochmal leckere Energiebällchen. Energiebällchen, da sind vor allem Haselnüsse drin, wenn das wichtig ist, und Mandeln, Datteln, Feigen, Kokos, also verschieden. Mhm. Mit Kakao auch irgendwie? Kakao ist auch eine andere Sorte. Mhm. Genau. Und dann haben wir dann hier noch richtige Rohkost. Also Pflaumen, Gurken, Paprika, Tomaten, Möhren, Banane, Gurken, soweit. Hier hast du fermentiertes Quinoa. Vielleicht, vielleicht noch interessant, die kleinen Früchte dort. Das sind so mexikanische Zwerggürkchen. Oh. Was ist das, mexikanische Zwerggürkchen? Die haben so ein bisschen zitronenartigen Geschmack. Allerdings muss ich sagen, haben die alle schon einen kleinen Schlag weggekriegt. Aber ihr könnt euch die Samen mitnehmen. Ja, und das ist so ein Zyklantär, also ein Kürbisgewächs. Aber bei diesen mexikanischen Zwerggurken, also ich kann es nicht empfehlen, weil die sind halt, für mich fehlt es auch immer, es ist einfach zu säuerlich irgendwie so. Das hier? Ja, also ich habe bei mir im Garten auch mal gehabt, die wachsen total gut, total schnell, alles wunderbar, aber so geschmacklich habe ich sie dann auch nicht mehr losbekommen, die wollte auch keiner dann mehr haben. Ich finde die total. Aber so kannst du das unterschiedlich machen. Ne? Also hier haben wir noch Mandeln, Kokosnüsse, getrocknete Äpfel. Und was ist das hier? Salat aus Wurzel, Gemüse, Dressing mit Sauerkrautsaft und Zitrone. Und Sprossen. Ja, und Sprossen. Mungo und Sprossen. Hi. Genau, Mungo und Sprossen. Und dann gibt es noch Ananas, eingeweichte Erdmandeln, Linsensprossen, noch einen Sprossenmix, dann noch einen Kohlsalat. Weiß Kohlsalat mit Möhre, genau. Dann Quinoa fermentiert. Achso, hast du Quinoa, Hummus fermentiert. Oh, was ist das? Nussprige Zucchini. Und hier haben wir auch noch. Ist das Essen hat eine Sitzordnung oder sowas? Halt einfach Schuhe aus, die hinten hin tun und ja, dann einfach irgendwie. Noch Kaki hier. Jo, Kaki. Frische Kaki, das war's. So, jetzt muss ich mal erstmal hier an meine Schuhe ran. Schaut euch mal an hier. Und da soll man noch seine Schuhe finden. Aber ich weiß ungefähr, wo meine Schuhe sein könnten. Die waren hier hinten. Meine hier, krasse Scheiße. So, wir sind hier vom Rohkost-Potluck. Heute ist die Amelie das erste Mal zu Gast. Ich glaube, du bist die heute mit der weitesten Anreise. Das kann sein. Ja? Ich komme von Südbayern, ganz unten. Von Südbayern. Rosenheim hast du, glaube ich, gesagt. Bei Rosenheim, genau. Ja, krass. Und du bist das erste Mal hier. Du bist gekommen, weil. Warum hast du so eine Strecke auf dich genommen? Oh, weil. Hallo. Mit Selfie. Hallo. Noch nicht, du bist alleine hier. Ihr kommt zu spät. Ist alles schon alle, aber ihr habt ja einen Drift nach. Und dann rein, Schuhe ausziehen und ab geht er. Also doch drin. Ja klar, Trainer. Wir haben uns das erste Mal drin gemacht. Na dann, lasst es euch gut gehen. Ja.
So, jetzt, wie spät haben wir es? Bestimmt 13 Uhr oder so? 14 Uhr? 14 Uhr. Schon, also drei Stunden später kommen immer noch Leute. Ihr habt ja jetzt schon einen Eindruck gewonnen, wie viel da drin ist. Und da gleich die Frage an dich. Bereust du es, diese Massen von Menschen? Die Nein, auf gar keinen Fall. Nein? Nee, es ist super schön. Es sind nur nette Menschen. Ich habe schon tolle Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten. Und, wie ist es ins Gespräch gekommen? Ist es schwer, weil es gerade neue haben oftmals auch die Angst, da komme ich denn ins Gespräch mit den Leuten und so, oder wie würdest du das einschätzen? Überhaupt nicht schwer eigentlich. Ja. Die Leute sind alle total offen und freundlich. Hm. Ich habe mich halt dann einfach irgendwo dazugehockt, mich ins Gespräch integriert. Ja. Kein Problem. Also jeder, der noch nie sowas gemacht hat, einfach kommen, reinsetzen, im Zweifel auch bloß hinsetzen und sich das Ganze mal anschauen. Das habe ich auch gemacht. Ja, ja. Erstmal Viertelstunde da sitzen und gucken und dann... Genau, das ist immer so das, was ich auch sagen kann, wenn irgendwo neu dazukommt oder sowas, es bilden sich ja dann doch irgendwie welche Gesprächskreise immer und so weiter, dann einfach irgendwo dazusetzen und schauen und ja, und dann ist automatisch, man spürt ja so das Gespür der Menschen, ne? Wie offen die Menschen sind und wie man redet und so weiter. Und dass das oftmals, zumindest hier in den Gesprächen, stelle ich ganz oft fest, so eine relativ offene Atmosphäre ist, wo nicht dann ganz erbittert diskutiert wird, sondern wo man sich das anhört. Genau. Weißt du? Und das ist halt das, wo man sich da eigentlich immer wohlfühlt. Dann ist es egal, welche Meinung man hat. Die wird zum einen angehört und man kann sie auch guten Gewissens einfach vertreten. Vor uns einer, der mit der Hühnerbrühe, ne, der hat Hühnerknochen ausgekocht und fand das sehr, sehr vital. Dass, okay. Das sind ja alles Veganer und jeder ist natürlich nicht für sich, aber man hat ihn jetzt irgendwie nicht rausgeschmissen oder sowas, sondern man hat ihm dann halt eben gesagt, dass auch in pflanzliche Energie drin ist. Also wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt, ja, das ist schon. Und du bist jetzt von Rosenheim. Bist du dann jetzt, hast du denn hier übernachtet oder wie machst du das? Ich habe einen Zwischenstopp gemacht in Nürnberg und jetzt übernachte ich hier die Nacht in Leipzig und dann fahre ich wieder nach Hause. Gut, das würde ich auch jedem empfehlen, der halt eben wirklich weiter wegkommt, weil wir werden abends, das geht heute sehr, sehr lange meistens noch, so bis in die Abendstunden rein und ja, wenn ihr fit genug seid, dann könnt ihr auch noch mit uns feiern, dann immer kommen und ja, und mit Schlafen ist halt so, es findet sich eigentlich auch immer, und ich habe dir das bestimmt auch gesagt, dass notfalls irgendwie immer so was ergibt. Ja, klar. Aber du hast trotzdem was gebucht. Ich habe einen Hostelplatz gebucht am Bauernhof, einfach das für den Verstand und die sichere Seite. Okay, also wie gesagt, ihr könnt auch einfach spontan herkommen und meistens findet sich irgendwo immer was. Und ganz zur Not, also wirklich, wenn alles voll ist, also auch bei mir auf dem Boden und so, dann ist immer so, die Gartenlaube ist eigentlich immer, das ist zwar relativ kalt, aber sie ist immer, also es wäre immer was möglich. Ihr müsst nicht bezahlen, wenn ihr herkommt und übernachten wollt, kann ich einfach mal so sagen. Man muss natürlich belastbar sein. Also auf dem Boden schlafen ist Mindeste, aber das Maximalste kann auch sein, ein bisschen kalt, dass es wird. Aber, naja, ist halt Rohkostpotluck. Gut, also kannst du es bedenkenlos empfehlen bisher? Absolut, absolut. Cool, das freut uns. Dann werden wir uns mal wieder ins Getümmel stürzen und... Machen wir das. Alles klar, tschüssi. Tschüss. Was für Fehlarmee werden. Ja, wir sind jetzt wieder beim Rohkostpotluck. Jetzt habe ich mich hier getroffen mit dem Benni. Benni ist derjenige, der diesmal meine Gartenlaube bekommen hat. Das ist ja immer einer beim Rohkostpotluck, der dann sozusagen in der Gartenlaube nächtigt. Es gab allerdings bis jetzt nur einen, der auch im Winter geschlafen hat. Das war der Joachim. Der Benni, es sind ja schon fast Winter, kann ich sagen. Ja. Hat das erste Mal geschlafen und wie war es? Ja, es war relativ kalt. Also ich habe noch eine Decke gebraucht. Ja. Und, auf jeden Fall die Nase, ja. Die Nase ist kalt, ne? Daran denkt man irgendwie gar nicht. Ne? Wenn man denkt, oh, kalt übernachten, hoffentlich ist alles warm. Aber die Nase ist ja meistens sowieso im Freien, weil man atmen muss. Und das ist halt eine echte Umgewöhnung. Richtig. Und, aber ich habe dennoch gut geschlafen, letztendlich. Man wächst ja auch an seinen Herausforderungen, ne? Das ist ja wirklich so. Und du bist das erste Mal jetzt hier beim Rohkostpotluck? Das erste Mal. Das letzte Mal, wo ich schon mal, wollte ich schon mal mitfahren, aber hat sich nichts ergeben. Und woher kommst du?
Aus Karlsruhe. Karlsruhe, wow, das ist ja, weiß nicht, ob Rosenheim weiter von Leipzig ist oder Karlsruhe, aber Karlsruhe ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch ein Stück weiter. Naja, und ja, du bist mit dem Fernbus gefahren? Fernbus, genau. Was kostet das so von Karlsruhe, dass die Leute mal so... Ja, das ist so relativ günstig, wenn man früh bucht, dann so 22 Euro. Okay. So um die 20 Euro würde ich okay, sagen. Okay, eine Fahrt aber dann, ne? Ja, genau, einfache Fahrt, ja. Okay. Also ja, könnt ihr selber dann entscheiden. Und du bist erst einmal hier, was ist dein Eindruck? Du hast jetzt nur das erste Rohkostpottlack, was wirklich, sag mal so, extrem eng ist irgendwie. Sonst sind wir unter Natur, hast auslaufen, hier sind wir ja komprimiert, ja. 50 Leute in einem kleinen Raum, also erzähl mal. Ja, ansonsten, der Schal, der verbreitet sich ja in alle Richtungen, aber ja. Da bleibt der Schal und das summt dann alles in den Ohren. Also. Ja. Aber bereust du es oder denkst du, es war eine gute Entscheidung? Oder es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ja? Weil es sind sehr viele nette Menschen da und man kann halt sich austauschen. Und kommst du gut in Kontakt jetzt? Sag mal, du kennst ja viele kommen ja das erste Mal und kennen niemanden. Ja. Ja, und wie ist es mit ihnen in Kontakt kommen? Du bist ja eher ein bisschen zurückhaltend, glaube ich, oder? Ja, bist ja schon. Ja, aber ich sehe dich trotzdem immer irgendwie sprechen und dass die, also... Kannst du den Leuten, die vielleicht auch zurückhaltend sind und die Angst haben, auch sagen, passt auf, du kommst trotzdem ins Gespräch oder fühlst du dich isoliert? Ja, man überleg jetzt genau, was du sagst. Ja, man kann erstmal so selbstbewusst bleiben, versuchen das zu sein und dann einfach auf sich achten und dann sieht man es ja. Cool. Und vom Essen ist es technisch, ich meine, du bist selber, bist du Veganer, bist du, oder Vegetarier, Fleisch, also Vegetarier? Sagen wir mal 80% Veganer. 80% Veganer. Und so vom Essen, Rohkost, war das für dich jetzt, waren ja einige Sachen, so Torten und sowas dabei, kanntest du das alles schon, oder wie war jetzt so der Eindruck vom Essen so? Manche Leute kommen ja auch wegen Essen her, also die meisten... Diese Energiebällchen, die kannte ich noch nicht. Echt nicht? Du kanntest die Energiebällchen nicht? Nee. Oh, nein, das ist eigentlich das Erste, was man von der Rohkost kennt. Okay, und die Energiebällchen waren cool, oder? Die waren sehr lecker, ja. Naja, das ist immer so, wenn die Leute, bei Rohkost denkt man immer an Grünzeug und so weiter, wenn da sieht, oh, es gibt auch was Süßes. Also Datteln sind ja meistens und ein bisschen Zeug drin. Ja, also Essen kannst du, bist du auch zufriedengestellt? Auf jeden Fall, also es war alles dabei, viele Salate und Obst. Du weißt schon, ob du den Abend mit uns feiern kommst, oder? Ich denke schon, also ich habe schon Bock. Gut, heute Abend gehen wir nämlich noch wahrscheinlich Moritz-Pastei, irgendeine Disco oder sowas. Mal sehen, wer sich anschließen will, hat sich eingeladen. Und dann schauen wir mal. Gut, dann... Ja, ich wollte nur mal sagen, ich habe noch einen eigenen YouTube-Kanal. Ach ja, genau. Wie heißt der? Glühwürmchen. Glühwürmchen, verlinke ich euch unten in der Videobox. Um was geht's da? Du hast gerade angefangen. Ja, oder? Also es geht auch um Veganismus, Minimalismus, also ich entkremple immer mehr. Okay. Und vor allem auch Linux, also... Oh, das IT. Ist aber ein ganz schöner Spagat, den du da auf deinem Video machst. Aber ich will das alles irgendwie... Und was willst du, lieben, bei Linux machen? Eher so an die Fortgeschrittenen oder eher so Tutorials für Einsteiger oder... Ja, so Erklärungen, so kurze Erklärungen verbinden vielleicht so mit, cool. Mit der Natur halt. Das machst du auf einem Kanal? Mit der Natur? Ja. Linux mit der Natur? Ja, zum Beispiel, was weiß ich, Bäume oder Pflanzen mit bestimmten Linux-Tools in Verbindung bringen und das, damit die Leute auch so irgendwie lernen. Krass, das klingt komisch, aber. Das klingt interessant. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Nische bei YouTube, kann ich einfach mal so sagen. Ja, ich hoffe es mal. Ja, also, wenn ihr seinen Kanal sehen wollt, unten verlinkt und ja, wir werden jetzt wieder ins Rohkost-Potluck unsere reinstürzen, weiter essen und dann nachher kräftig feiern. Na? Okay, gut, super. Gut, ciao. Jetzt sind wir hier beim Rohkost-Potluck und der Abend neigt sich so langsam dem Ende. Und ja, wir haben wieder eine Sache festgestellt, diesmal bei uns im Resümee, die wir eigentlich bei jedem Mal eigentlich feststellen: jeder Potluck ist irgendwie anders. Und das ist wirklich immer eine ganz, ganz besondere Stimmung irgendwie. Und jedes Mal gibt es auch neue Potluck-Gäste, die das erste Mal da sind. Das stimmt, jedes Mal. Genau. Das ist auch sehr bereichernd immer wieder. Das ist nicht so, die Gruppe ist da nicht so eingefahren. Es gibt da Wechsel dann immer, es gibt neue Themen und neue Gespräche und das ist spannend. Diese Vermischung einfach. Ja, ja.
Das ist bei jedem, also wir müssen das doch dazu sagen, also wir haben diesmal jetzt wirklich in einem Raum gemacht, also in einem, also nicht in der Natur, sondern wirklich in einem abgeschlossenen Raum. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, für uns eigentlich doch ein bisschen ungewohnt, weil das Rohkostpotluck ist eigentlich immer draußen in der Natur. Wo wir letzten Winter ja auch die kleinen Potlucks hatten, aber da waren wir nur 12 bis 15 Leute. Ja, aber das waren so Mini-Potlucks. Das waren zwei, ja, glaube ich, zwei im Winter. Genau, zwei, genau. Drei. Mhm. Aber das jetzt ist halt wirklich auch so öffentliches Potluck halt quasi, wo halt eigentlich jeder kommen konnte. Und letztlich haben wir eigentlich jeden, der kommen wollte, also ich habe keinen abgelehnt. Die haben zwar gesagt, am Anfang nur 35 Leute, aber letztlich habe ich dann... Wie viel sind wir heute? 50. Mit Kindern? Mit Kindern, ja, ja. Kindern. Wobei 4, 5 Kinder sind, glaube ich, dabei. Mhm. Eigentlich wollten wir bei 35 Schluss machen. Und dann können wir nicht noch. Und dann habe ich gesagt, ach, das geht schon noch. Uns irgendwie. Ja, und irgendwie habe ich dann den Überblick verloren. Und jetzt sind wir 50 Leute. Und ja, ihr habt ja vielleicht ein paar Impressionen schon gesehen. Ne? Mhm. Und das war ganz schön eng. Also, aber auch gemütlich. Ja, war gemütlich. Also es wurde dann auch, es war ja am Anfang kalt. Und das hat man dann gar nicht mehr gespürt. Stimmt, jetzt müssen wir hier wieder mal aufmachen zum Lüften. Weil zum Lüften. Das ist ganz schön, ja, das war. Und wie du sagst, neue Leute und auch wirklich neue Leute. Ich hatte jetzt vorhin mit zwei Leuten geredet. Der eine aus Karlsruhe, der andere aus Rosenheim. Also das sind wirklich schon ganz schöne Strecken, die Leute hier zurücklegen. Immer wieder und selbst so, sag ich mal, ich würde nicht sagen, unattraktiven Rohkost-Potluck, weil es ist nicht schöne Sonne und groß angekündigt und viele YouTuber und irgendwelche Stars und Sternchen aus der YouTube-Szene. Sondern das ist eigentlich ein relativ kleiner Potluck jetzt für unsere Verhältnisse. Hier wirklich beschaulich in der Natur und trotzdem waren so viele, die so eine Reise auf sich genommen haben, wo ich selber überlegen würde, ob ich so eine Reise auf mich nehme. Aber die meisten, mit denen ich so spreche, die sagen wirklich, dass sie dieses Flair, was in den Videos von unseren Videos rüberkommt, dass sie das einmal genießen wollen. Mhm. Also heute habe ich auch mich mit einer Frau aus Hamburg unterhalten, die ist gestern schon angereist, hat sich eine Unterkunft gesucht. Und die kennt auch andere Treffen schon dort in Hamburger Nähe und die wollte sich das hier mal angucken, weil sie es durch unsere Videos kennt und ist auch sehr begeistert und freut sich über den Austausch. Hat sie da irgendwie festgestellt, dass unseres besonders gut ist? Oder das müsste ich jetzt nochmal so evaluieren, ob das so danach war. Ja, ich glaube, kommt die nochmal sogar? Ich hatte uns zwar kurz verabschiedet, aber ich glaube, sie hätte gesagt, sie kommt wieder. Ach so, okay, ja, sie hat ja hier irgendwo eine Unterkunft. Kann sein, dass sie nochmal wiederkommt. Also ich hatte auch ein sehr inspirierendes Gespräch mit ihr. Sie ist auch sehr, sagen wir mal so, eher spirituell und mit erhöhtem Bewusstsein und schaut, dass sie so Gleichgesinnte findet und dann einfach... Und da ist ja wirklich das Rohkost-Potluck ja nach wie vor so ein Quell, wenn man da über seinen eigenen Horizont hinausschauen will. Da. Definitiv. Findet man immer Gesprächspartner für eigene Themen, die einen interessieren. Heute der Benni, der ist auch relativ schüchtern, sag ich mal, von der Art her. Aber er hat gesagt, du findest auch selbst als so Geschüchterer, der auch vielleicht so ein bisschen so Ängste, Sozialphobie oder sowas hat, ach Gott, du fühlst dich einfach hier sofort wohl. Und das ist halt auch so ein Punkt, das ist das Flair vielleicht, was die Leute meinen, menschlich, sage ich dazu meistens oft. Einfach menschlich, ganz normal. Nichts. Aber weißt du noch, die Frau, die da saß, die auch das erste Mal da war, wo so, du isst ja gar nicht, ich bin schwanger, kann ich mich nicht bücken. Und wir, dann haben wir ihr gleich einen Teller voll gemacht und haben sie praktisch versorgt und verpflegt. Ich hatte vorher verstanden, sie hat gesagt, ich bin schwanger, ich traue mich nicht so richtig. Und da habe ich gesagt, okay, dann bleibst du lieber sitzen. Aber dabei hat die mir auch schon gesagt, ich bin schwanger und kann mich nicht so bücken. Und ich habe dann gesagt, okay, und bin weitergegangen. So, und hätte ich das verstanden, dann hätte ich natürlich sofort gesagt, ich hol dir was zu essen. Aber ich habe es einfach falsch verstanden. Und dann, als wir zusammen da standen? Ja, dann habe ich verstanden, was sie gesagt hat. Dann, komm, wir holen dir was. Ne? Ja. Also das, ansonsten, vom Essen her diesmal? Es war auch gut durchmischt. Salate, Süßes. Ich hoffe, du bist auch auf deine Kosten gekommen, was das Süße angeht. Ja, Was war denn dein Favorit heute? Ach, also der herzhafte Favorit, das waren deine Linsenköfte mit deiner Supersoße. Mhm. Und der süße Favorit, das waren deine Lebkuchen. Also wirklich. Also ich weiß nicht, also du bist aber hin und wieder mal so mit so Sprossenzeugs angekommen oder mit Gras. Mit Grünzeug. Oder mit Grasplätzchen oder sowas. Ja. Da hast du bei mir nicht punkten können. Aber ich sag mal, diese Linsenköfte, die sind schon mega geil. Also ich verlinke auf jeden Fall das Buch auch nochmal unten, wo das Rezept drin ist. Da ist auch das Lebkuchenrezept drin. Das ist auch da gibt es auch bald das Video dazu auf meinem Kanal. Ja. Diese genialen Rohvegan Lebkuchen herstellen. Ja. Also wie gesagt, unbedingt, also ich sag's immer wieder und tu mir da nicht sagen, das Buch von der Silke mit diesen ganzen Rezepten und so weiter, also das ist echt, man muss sich das mal angucken. Also hast du eine Vorschau oder sowas bei dir auf dem Dings? Kann man da so gucken? Wegen so einem Inhaltsverzeichnis oder sowas? Ja, also ich habe ja auf meinem Blog da die Seite dazu, da steht schon drin, um was es da geht und welche Kapitel enthalten sind ungefähr, wie viele Rezepte und sowas. Also, es gibt schon ein bisschen. Das ist ja 17, es gibt ja auch ein Feedback dazu. Kostet das immer noch 17 Euro? Ja, oder hast du, 17 Euro. Ich glaube, es gibt wenig Bücher, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, muss
ich sagen. Sagen mir auch immer wieder Leute, wow, das ist ganz schön viel Inhalt für so wenig Geld. Ja, ja. Also das Feedback bekomme ich schon immer, aber es ist also, okay. Muss sagen, also für online best, da ist fast beste E-Books gehört noch vegane Welt mit wenig Geld. Ja, das ist natürlich auch genial. Das ist natürlich super. Wenn man wirklich mal einen Einblick haben möchte. Ja, ja. Nee, aber ohne Scheiß, also wirklich sehr, sehr gutes Buch. Ja, und also von daher waren das meine Favoriten. Was waren deine Favoriten? Also von der Frau, von der ich schon sprach, habe leider den Namen vergessen, die aus Hamburg gekommen ist, mit der ich mich länger unterhalten habe, die hat so geniale Energiebällchen mitgebracht. Energiebällchen klingt erstmal nicht spektakulär. Ja, aber ich weiß, also sie hatte so verschiedene Sorten, die hat es ja auch, also ihr habt das vielleicht auch in dem Buffet-Teil gesehen, das war so eine Schüssel mit verschiedenen Bällchen drin, wo ich dann noch die Folie abgemacht habe und da war auch irgendwas mit Anis dabei, was mich auch so ein bisschen an Fenchel erinnert hat. Ich fand die Komposition war genial. Einfach ein gutes Händchen für ihre Sachen. Ja, total. Und die hat gesagt, die hat sie das erste Mal gemacht. Ich war so, oh, genial. Ja. Und dein Salat fand ich sehr gut mit dem Spinat und der Senf war ja mit Senfsoße. Senfsoße ist eine Art, ja. Und Apfel, das hat mir sehr gut geschmeckt. Mhm. So. Also. Okay. Ja, der nächste Potluck. Wissen wir schon, wann das ist? Entweder 10. hast du nicht gesagt, 10., 12. oder eine Woche später auch. Wir 10. Wissen, oder wir wissen noch nicht ganz vom Platz, ob wir, wann wir den Platz kriegen. Um den 10. Dezember rum, denke ich, wird es irgendwann passieren, vermute ich mal. Aber da wird man noch einfach nochmal Bescheid wir geben. Wir würden vielleicht nochmal ein Video kurzes machen. Oder ein kurzes weil wir Video. Nämlich auch noch nicht wissen, ob wir es wieder hier im Honolulu machen oder es gibt jetzt noch einen Potluck-Teilnehmer, der heute das erste Mal da war, der uns auch seinen Raum zur Verfügung stellt, der noch größer ist. Also ja, 100 Quadratmeter Raum. Das wäre natürlich dann auch groß. Mhm. Wir schauen einfach mal und ja, mal wieder ein schöner Potluck ist natürlich ein schöner Potluck. Wir gehen natürlich noch feiern, zumindest einige von uns. Und dann verabschieden wir uns. Ja, wir verabschieden uns. Alles klar. Tschüssi.